Hallo, Herr Aßmann. Dann sieht Sie spazieren gehen, das ist schon mal gut. Ah, wunderbar. Schöne Wohnung haben Sie. Das, was unter Corona etwa in Fragen von Genehmigungen schnell und einfach möglich war, das muss auch ohne Corona schnell und einfach möglich bleiben. Und das ist eine ganz große Chance, die wir haben. Es geht nicht um die Alternative wirtschaften oder klimafreundlich sein. Es geht darum, einen Weg zu finden, klimafreundlich zu wirtschaften. Wir sind gemeinsam mit den Amerikanern in der NATO. Und die NATO ist ein Bündnis auf Gegenseitigkeit. Wir haben in Wales 2014 zugesagt, dass wir mehr in Verteidigung investieren. Wenn der Deutsche Bundestag die Soldatinnen und Soldaten in den Einsatz schickt, dann muss er auch dafür sorgen, dass sie so ausgestattet und ausgerüstet sind, dass sie in diesem Einsatz bestehen können. Wir reden schon sehr lange davon, dass man in Europa mehr gemeinsam für seine Sicherheit tun muss. Aber wenn man sich die Realität anschaut, dann sind wir von diesem Ziel noch ein gutes Stück entfernt. Sie haben vollkommen recht, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und das heißt zuerst einmal, dass wir, wie jeder andere Staat der Welt auch, das Recht haben, zu sagen, was liegt in unserem Interesse, welche Menschen hätten wir gerne hier bei uns. Und das hat natürlich insbesondere etwas mit dem Arbeitsmarkt zu tun. Es ist jetzt Zeit, wir sehen einfach, wenn wir Volkspartei bleiben wollen und erfolgreiche Volkspartei bleiben wollen, dann müssen wir auch deutlich machen, dass wir Frauen in unserer Partei eben auch entsprechend abbilden, auch im Parlament. Und das heißt, wir brauchen dann eben auch, weil es freiwillig augenscheinlich nicht geht, das Instrument der Quote.